Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods & Co. Ja, wir sind in Folge 230. Die Mods, die ihr heute seht, sind auch für all die gedacht, die mit dem Landwirtschaftssimulator 2022 unterwegs sind auf der Xbox oder auf der Playstation. Ihr solltet zwischenzeitlich auch bekommen können. Ja, wir haben hier eine Halle. Genau. Sieht sehr schön verputzt aus. Glassachen hier, Fenster sind vernünftig eingesetzt. Wir haben vernünftige Regengossenanlage, Dekorationen, sonst sind weiter nicht drum. Wir sehen roten Dach im Ansatz und ihr seht, von der Länge her ist schon ordentlich was da. Wir haben hier an der Seite noch eine runde Fenster. Ich gehe jetzt einfach mal an so eine Tor ran hier. Man sieht schön, wie das in Elementen nach oben hin aufgeht und man sieht, dass hier auch unsere Decke hängen. Ne, hier sieht man auch schön hier so eine Schaltgeschichte dafür, wie man das Ganze steuert. Das sieht sehr gut aus, bis ins kleinste Detail, also sehr schön gemacht. Ne, bis zum letzten Tor sozusagen. Wir haben hier einen Trägerpart in der Mitte drin, also ne, seht ihr selber, mit zwei Stützen, die das Ganze mithalten. Da seht ihr das Rollensystem an sich. Eine Art Motor oder sowas sehen wir da jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo oder wie das irgendwo eingebaut ist oder nicht, weil das hier sehen auch aus wie Träger, wo nicht viel drin sein kann eigentlich. Aber ihr seht selbst, wir haben hier immer zweier Buchten sozusagen für jede Lücke zwischen den Pfeilern. Also sechs Gerätschaften sind hier bequem unterzubringen. Von der Tiefe her ist das auch machbar, dass hier sogar eine Sämaschine reingeht oder so. Also das passt schon. Wir können natürlich vorbeigehen, hier mal die paar Türen aufmachen. Ihr seht schön auch von innen hier, wie die Elemente da am zugeknickt werden. Ne? Sieht auch aus, wenn es hier richtig drauf laufen würde. Also finde ich schon sehr schön gemacht, das Ganze. So, dann gucken wir uns das Ganze auch im Shop an. Da seht ihr es, von oben noch schön das Dach. Ne? Jetzt gehen wir ein bisschen dichter ran. So, das ist schön, diese berühmten Metallstegplatten. Und wenn wir ganz ans Ende gehen, dann sehen wir, 80.000 müsst ihr für so eine Halle hingelegen. Schön verputzt und allen drum und dran. Kann man da auch nichts zu sagen. Also, so sieht sie aus, die Halle. Ja, gut, dann hüpfen wir mal eine Runde weiter und kommen hier vorne zum Platz für unsere nächsten Mods. Finden wir hier auf dem Platz. Wir machen einfach mal weiter mit einer Erklärung von mir. Einfache Geschichte. Oder eben halt nicht. Ich habe das Ganze schon mal vorgeführt und es ist ein ziemliches Gefummel. Muss man so sagen, wie es ist. Ich werde es jetzt kein zweites Mal vorführen. Das ist schon eine Zeit her, das gestehe ich zu. Aber ihr könnt ja dementsprechend danach suchen. Das ist ein Case IH Trident 5550. Das ist ein hervorragendes Gerät, kann man überhaupt nichts zu sagen. Ich werde auch Motor und Details hier gleich eine Runde zeigen. Ihr braucht dazu möglichst einen Teleskoplader, der hinten gut Gewicht hat, ne? Weil ihr habt hier einen Teleskopladeranbau, der gehört mit dazu. Das zeige ich auch gleich im Shop. Ne? Den braucht ihr dementsprechend, ne? Den Lifter, oder ne? Zeige ich dementsprechend dann. Der Lifter hebt dieses gute Stück hier. Da seht ihr die Kette, da geht das dran. Und mit diesem Aufhängesystem hier könnt ihr dann mit Q, wenn ihr in der passenden Position drüber seid, diese beiden Systeme aufnehmen. Das ist nämlich einmal der New Leader NL5000, das ist der Düngerstreuer, der hier hinten drauf geht. Ne? Das ist dann das Modul, was dann hier hinten drauf gesetzt wird. Und das andere ist die Spritzeinheit, die ihr hier seht. Ne? Das Liquid-System, also das Flüssigkeitssystem davon. Das funktioniert alles einwandfrei. Habe ich dementsprechend auch schon mal gemacht. Hier ist eine überarbeitete Version und die auch echt gut aussieht. Wir machen hier die ganzen normalen üblichen Tests. Dann seht ihr, ne, Lampentest funktioniert. Wir blinken in allen Lebenslagen. Ne? Da seht ihr es an der Seite und ne, ist alles von allen Seiten zu sehen sozusagen, wo ihr blinkt. Und auch die Rundumleuchten funktionieren. Wir können eine Runde reingehen und hier drinnen Licht anmachen, da passiert so nichts. Wenn wir den Motor anmachen, sehen wir schön, wie die ganzen Display-Geschichten hier angehen. Ne? Aber wenn ich sonst wo hier Licht anmache, so, ich sehe jetzt hier bei den Tasten jetzt keine Beleuchtung weiter, auch beim Radio nicht. Also das ist dann nur für den Bereich sonst. Aber die Sitzgeschichten und sowas sieht alles sehr gut aus. Wenn wir hier reingehen, hilfetechnisch, das wird dann was sein, was wir dann... ne, das ist die Tür. Ich muss jetzt heute mal Licht ausmachen, dass wir einen besseren Winkel zeigen. So. Also die eine Maustaste öffnet hier die Tür. So. Wenn ich beide gedrückt halte, dann verändere ich hier die Fahrspurbreite. Je nachdem, in welchen Spuren die Crops dementsprechend, also die Früchte halt angebracht sind, können wir das hier schön verstellen. Sehr cool gemacht, finde ich. Ne? Passt also einwandfrei und sieht auch dementsprechend gut aus.
Alles andere ergibt sich dann, wenn die Geräte halt dran gebaut sind. Ne? Ich mache ihn jetzt nochmal aus, dann mache ich ihn an und drehe einmal eine Runde damit, dass ihr auch den Motorpart gehört. Aber wie gesagt, das eigentliche Aufkuppeln werde ich jetzt heute nicht direkt zeigen. Da ist man auch ein Momentchen bei, da muss man sich reinfummeln. Ne? Ja, Bremsleuchten funktionieren, Rückfahrleuchten haben wir keine. Ich stelle ihn jetzt hier einfach mal neben und dann zeige ich euch den Spaß mal im Shop. Ist natürlich auch nicht unbedingt ein Schnäppchen, muss ich zugestehen. Ne? Hier geht es immer schön, wenn man aussteigt, Treppe und sowas runter. Das passt dann alles schon. So, wir gucken einfach mal. Also, wir finden ihn hier unter den Spritzen an sich, nämlich leer. Da haben wir es. 295.000, ja, 390 PS, kann 50 km/h fahren, ist also der leistungsstärkste, auch im Verhältnis gesehen, zum Rubicon. Da seht ihr es selber. Ne? Minimal mehr PS. Deswegen seht ihr, hier sind ungefähr 200.000 Unterschied. Das muss man ja kalkulieren, weil hier ist die Spritzeinheit ja drauf. Wenn wir uns jetzt hier das Ganze angucken und gehen zu den Spritzen rüber, dann seht ihr, die kostet nur 68.000, damit billiger wie der Rubicon. Wir haben 40,2 Meter Arbeitsbreite. Ne? Wir können sowohl Gifte wie auch Dünger damit sprühen und wir haben 5.300 Liter. Ne? Wenn wir das jetzt dementsprechend mit dem Originalen hier vergleichen, das ist das Gegenstück. Ne? Der hat halt 9.000 Liter und 48 Meter. Deswegen ist der Preisunterschied mehr als ne? Gut, trotz alledem, er hat zwar jetzt hier 8 Meter weniger und hat auch weniger Tankinhalt, aber wenn ihr hier die 68.000 draufrechnet, dann seht ihr selber, ist der noch 120.000, 130.000 billiger. Ne? Trotz alledem, was dann also sehr passend ist, muss ich sagen. Ne? So, aber es ist ja nicht nur das, sondern wir haben hier auch noch den Düngersteuereinsatzpart. Der kostet auch 65.000, aber hat 18.500 Liter. Das ist also im Prinzip, wenn ihr wollt, die Variante hier in groß, und wenn ihr die hier in groß seht, liegt die bei 80.000. Also ist das vom Preis her hier eigentlich auch okay. Und hier könnten wir auch das Ganze in rot machen, die Farbe, der äußere Part hier bleibt dann weiter. Also ja, auch das sehr, sehr schön gemacht. Also eine sehr gute Mod. Man muss halt dann nur ein bisschen mit den Kupplungssystemen rumfuchsen, sag ich mal einfach so. Ne? Was noch dazu kommt, ist unter Diverses, nämlich diese beiden Einheiten, einmal das hier. Ne, das ist der Tool-Lifter, das ist das Ganze zum Hochheben, das kostet 800. Und das ist der ne, Quick-Change-Tool, ist immer relativ, behaupte ich mal. Ne? Bei mir war es nicht ganz so quick, sagen wir es so. Und ich habe das Ganze einmal gemacht und es war nicht meine Traumarbeit. Deswegen an sich schönes Gerät. Ich würde mir wahrscheinlich aufgrund der Wechselgeschichte nicht kaufen, es sei denn, ich will ihn jetzt auch nur als Spritze nutzen, weil dann ist er preis-leistungsmäßig gut. Der Streuerpart ist dann immer noch ein sehr guter Aufpreis nur, aber da hätte ich wahrscheinlich trotzdem anderen. Ja, also wie gesagt, das ist das Ganze. Sieht sonst technisch alles sehr, sehr gut aus und dann seht ihr das Ganze hier auch stehen. So einfach ist es. Das sind die beiden Zubehörgeschichten. Sehr, sehr schön gemacht. So, dann kommen wir zur nächsten Mod für heute. Die läuft unter Lizard. Genau, ihr seht hier schon die komplette Pracht in Reihe stehen. Das ist nämlich hier ein LKW-System. Das läuft unter Lizard, unter Brasilien dann. Hier seht ihr die Typenbezeichnung, noch die draufstehen. Ich habe hier Antennen und so ein bisschen Deko-Geschichten und anderen Tank und hier besondere Radkappen und absenkbar und wie auch immer. Es gibt das Ganze als 2x4 und als 2x6. Das hier ist die 6er-Variante. Warum? Ist ganz einfach. Die Module, die es dafür gibt, gibt es auch in verschiedenen Längen. Ne? Also diese Variante, eine ist länger wie die andere. Ich glaube, von vorne sieht man es besser. Von den Grundstürzen her ist das eine länger wie das andere halt. Ne? Ihr habt hier eine Variante hier, die ist für Zuckerrohr. Deswegen nicht wundern, die finden wir auch unter Zuckerrohr. Ich glaube, ich zeige die auch mal zuerst im Shop. Also wir haben jetzt hier erstmal den LKW. Den haben wir hier. Der kostet normalerweise 70.000. Ne? Mit 177 PS. Da, wie gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Seht ihr selber, ne? Zwei Achser, drei Achser draus zu machen, ne? Wie man es halt möchte. Man kann die Felgenvarianten hier, Aluminium oder wie auch immer setzen. Man hat hier ne, die
Deko-Geschichten, die ihr da setzen könnt. Kann die hintere Höhe angleichen, je nachdem, wie man es möchte. Man hat halt irgendwelche Treppen, Lichtstufengeschichten, der Stoßstangenpart, ob dann Wagenfarbe oder wie auch immer sein soll. Ne? Fensterdesign, ob es getönt ist oder nicht. Wir haben die Antennen zu setzen, die ich gerade schon gesagt hatte, Rücklinge-Relichter extra zu setzen. Wir können Radkappen vorne, hinten setzen, das habt ihr raus noch gerade auch kurz gesehen. Auch die Auspuffanlage, ne, seht ihr da, die variiert sich, die habe ich ja in Chrom genommen gehabt. Wir können Luftfederung setzen, Plastiktank oder hier den runden Metalltank und Kühlergitter vorne. Ne, hätte ich auch in, seht ihr, Wagenfarbe und alles Stufen haben können. Das Ganze pneumatisch in der Ausstattung, Motorausführung halt bis zu 210 PS, da seht ihr selber 177 bis 210. Ne, wir können hier die Sonnenschutzblenden und sowas hier vorne voransetzen. Also sehr viel zu machen und auch die verschiedensten Farben. Wir können das Ganze in Rot setzen, das hier geht in Schwarz, das geht in Hellblau und die Narbenfarbe geht auch in Dunkel. Ne, das seht ihr selber, also da kann man auch ein bisschen farblich was dran machen. Das ist also das Gerät an sich. Dann kommen die verschiedenen Module dazu. Da muss man halt wissen, wir haben unter dem Bereich Anhänger, haben wir den Hauptpart. Ne? Da seht ihr auch immer, für welche Größe das ist. Dementsprechend geben sich hier auch die Kapazitäten. Ihr seht, ne, aus 15,7 Kubik wird hier 25 Kubik. Ne? Auch hier gibt es dann verschiedene Dekorstreifen zu wechseln, Designgeschichten zu wechseln, Schärpen, Arten, Farben, Designs. Ne? Je nachdem hier, das sind die Hakengeschichten und Träger, die wir farblich hier wechseln können, hintere Höheanpassung, das hängt mit der Länge der Schmutzfänger zusammen und auch hier hätten wir jetzt Haupt- und Dekorfarbengeschichten noch ändern können, bis hin zur Farbe der Abdeckung. Also hier ist auch alles machbar, ich habe das in den Grundfarben draußen stehen gelassen, das funktioniert bei den anderen genauso. Das hier ist halt die Kipper-Version dann dementsprechend, hier können wir auch noch die ganzen Dekorgeschichten und sowas ändern und auch hier die Hauptfarben und Abdeckungsfarben und was weiß ich. Da gibt es dann auch sehr viele Möglichkeiten, das Ganze so umzusetzen. Da seht ihr schon mal die Varianten. Dann, was man vielleicht übersehen könnte, so sage ich es einfach mal, ist, dass wir auch Zuckerrohrtechnik damit bei haben. Das hört sich jetzt komisch an, ist es aber. Und, also ist nicht komisch, sondern ist es halt mit dabei. Ich muss mal gucken, haben wir das hier bei welcher Zuckerrohrtechnik wir das extra mit drin haben? Ne, da hatten wir es nicht. Das muss hier trotzdem mit bei sein. Zuckerrohrtechnik, ja, da. Das ist nämlich der Aufleger extra Zuckerrohr, 27.300 Liter. Da geht zwar nicht nur Zuckerrohr rein, das ist auch gleichzeitig für Silage- und Häckselgeschichten, aber das ist halt der eine extra Aufbau, den man noch hat. Ne? Darf man nicht vergessen, das ist der hier am Ende. Das sind die anderen Module. Und wir haben noch den Containeraufbau hier. Den hätte ich mich fast vergessen. Ich weiß nicht, ob der unter Diverses steht. Da haben wir ihn. Ne? Das ist ein Slider 6x2. Das ist also die lange Version, sage ich einfach mal so. So, ich schnappe jetzt einfach mal den LKW. Dann machen wir den Ton hier mal eine Runde an. Das sehen Sie selber, man kann hier schön rein hüpfen. Wir haben hier lichttechnisch alles da. Das funktioniert einwandfrei. Wir blinken sowohl vorne wie auch hinten auf beiden Seiten. Das funktioniert auch. Ne, rundum leuchten in dem Fall haben wir jetzt so nicht. Wir können eine Runde reingucken. Wenn ich hier Licht anmache, dann seht ihr, da gibt es eine schöne Innenbeleuchtung bis hin zu einer kleinen Uhr. Schön die guten alten Karositze und ein paar Flipflops. Das sieht aus wie typisches Arbeitswerkzeug. Ne? Nicht wirklich. Und ja, hier haben wir noch ein paar Möglichkeiten, was wir dann mit der Maus noch machen müssen. Dafür muss ich erstmal ein gutes Stück anmachen. Und dann können wir gucken, dass ich nichts sehe. Oder das ist doch, das ist die Spiegeleinstellung. Da. Gehen wir nochmal rein. So, mit der einen Maus kann ich den einen Spiegel einstellen, mit der anderen den anderen Spiegel, was auch nötig ist, was man sieht. Da sieht man auch schön, funktioniert einwandfrei. Und mal gucken, was ich mit beiden mache. Kranwerkzeug. Vielleicht irgendwas, wenn ich einen Aufbau drauf habe. Also momentan passiert da so nichts. Ich fahre jetzt erstmal unter was drunter, dann gucken wir uns das Modul an und dann mache ich den eigentlichen Fahrtest. Also nicht wundern, dass ich jetzt nicht das vernünftig mit dem Motorstart oder sowas mache hier. So, wir fahren hier einfach schön unter die Stützen drunter. So, sag drauf damit. Und dann seht ihr auch dementsprechend, wir haben hier die Klappe öffnen.
Dann geht hinten die Klappe auf. Ne, da können wir die entsprechenden Sachen einladen. Da seht ihr dann, da sind auch die Spanngurte. Wir können hier die Abdeckung öffnen. Das macht er aber nichts, sondern wir werden aufgebockt dann, seht ihr selber. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ne? Wir haben Planengeschichten. Ne? Ich kann mit Y die Planen öffnen, hier wird auch die Stangen weggefahren und sowas. Seht ihr, also so kann man es dann auch schön beladen, benutzen und auch so machen. Ne? Die anderen Sachen hier haben ganz normale Kippfunktionen und sowas, wie man es halt so kennt. Ich dachte mir, ich zeige mal das hier, weil das ein bisschen was Besonderes ist. Hinten die Klappen zu machen. Wir können wieder hier schön den Part zu machen. Das geht also alles wunderprächtig. Ne? Und dann können wir damit losfahren. Ich mache den Motor nochmal aus und dann machen wir nochmal den originalen Motorstart. Und die doppelte Maustaste ist übrigens das Seitenfenster, das man dementsprechend dadurch verstellen kann. Sprich die Höhe. Ja, man muss mit solchen Aufbauten ein bisschen vorsichtiger fahren. Ihr seht selber, also ne, nicht die einfachste Fahrweise, sag ich mal so. Ich glaube, ich fahre jetzt aber mal hier vorne hin. Dann gucken wir nochmal kurz. Ja, Rückfahrleuchten und sowas, das funktioniert alles unabhängig. So muss das sein. Ja, wenn ich jetzt hier nochmal dichter rangehe und ich benutze beide Maustasten, dann seht ihr, ich kann hier schön die, das Fenster hoch und runter kurbeln. So simpel ist das Ganze schon. So, ja, damit haben wir alles gesehen im Prinzip. Und was soll ich sagen? Wir sind theoretisch gesehen für heute durch. Ich gucke mal, ob ich hier mal so ein schönes Gesamtfoto noch hinkriege. Das sieht aber fast danach aus. So sieht es dann aus. Aber hinterm Baum verstecken wollen wir uns nicht. Dann nehmen wir das Ganze so auf. Ja, mit dem Bild hier verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über einen Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.